Knapp 11 Jahre nach den tödlichen Schüssen auf seine Freundin Reeva Steenkamp ist der frühere südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius auf Bewährung aus der Haft entlassen worden. Der 37-Jährige verließ das Gefängnis in einem Vorort von Pretoria. Für Pistorius gelten strenge Bewährungsauflagen. Er darf nur mit Erlaubnis sein Wohnviertel verlassen. Außerdem muss er ein Programm zur Resozialisierung absolvieren. Dazu zählen gemeinnützige Arbeit sowie ein Anti-Aggressionstraining. Seine Bewährungszeit dauert bis 2029. Pistorius hatte seine Freundin 2013 in seinem stark gesicherten Haus in Pretoria mit Schüssen durch die Badezimmertür getötet. Er wurde kurz darauf festgenommen. Er beteuerte, er habe seine Freundin für einen Einbrecher gehalten. Pistorius war zunächst wegen fahrlässiger Tötung zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Widerspruch der Staatsanwaltschaft erhöhte das oberste Berufungsgericht die Strafe später auf 13 Jahre und 5 Monate Gefängnis wegen Mordes.